Ja, hallo. Ich habe wieder Zeitung gelesen und die Tagesschau geguckt, also öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und da gab es wieder jede Menge Katastrophenmeldungen zum Klimawandel. Und zwar sollen wir den wärmsten Winter seit Menschengedenken bekommen. Gut, aber ich habe noch eine schlimmere Katastrophenmeldung gefunden. Und zwar möchte ich die mal vorlesen. Seit 4 Jahren gibt es die heißesten und trockensten Sommer seit Menschengedenken. Durch die Trockenheit konnten Hafer und Gerste nicht geerntet werden. Außerdem ging der Samen der Rüben und Möhren nicht auf. Durch die Missernte leidet die Bevölkerung unter Hunger und Not. Ja, wo ist das passiert? In Afrika? Nein, in Deutschland, ne? In der Stadt Heldrungen. Da hat die Bevölkerung nichts mehr zu essen, die leidet Hunger und Not. Und das kann man auch nachlesen in der Stadtchronik. Das ist nämlich ein Eintrag in der Stadtchronik aus den Jahren 1756 bis 1759. Ja, da gab es also ganz trockene Sommer, Rekorddürre, Hitzerekorde und so weiter. Ja, da habe ich mir gedacht, man müsste irgendwie rausbekommen, wie warm es damals in Heldrungen war. Ja, gut, also in Heldrungen hat man noch keine Temperatur gemessen im Jahre 1756, soweit ich weiß. Aber in Berlin-Tempelhof, da hat man die schon gemessen. Und da gibt es also eine Zeitreihe, die geht bis 1700 zurück. Ne? Von 1700 bis 1993, also fast bis in unsere Zeit rein. Ja, und da habe ich da mal nachgeguckt, und zwar im Jahr 1756, da hatten wir 11,5 Grad, ne, also Durchschnittstemperatur Sommer, Winter, Tag und Nacht, ne, 11,5 Grad, und ratet mal, das ist gleichzeitig die höchste jemals gemessene Temperatur. Das heißt dann also in Berlin-Tempelhof, ja, die höchsten Temperaturen in Berlin, die haben wir nicht jetzt, sondern die hatten wir vor 250 Jahren. Ganz ohne CO2. So, jetzt kann man sich ja fragen, warum hat man diese Woche wieder in allen Nachrichten gelesen, dass sich in Deutschland die Temperatur seit der vorindustriellen Zeit um 1,5 Grad erhöht hat? Ja, ganz einfach, das kommt immer darauf an, mit welchem Jahr ich mich vergleiche. Ne? Also wenn ich zum Beispiel ein Mann bin und der ist 1,50 Meter groß. Ne? Also für einen Mann ist 1,50 Meter gar nichts. Da würde ich sagen, der Mann ist klein. Ja, aber wenn der Mann sich jetzt vergleicht mit Kleinwüchsigen, mit Lilliputanern oder Zwergen, ja, dann ist er mit 1,50 Meter, ist der ein Riese. Kommt immer darauf an, mit wem ich mich vergleiche. Ne? Und die Nachrichtensender, die vergleichen die Temperaturen eben mit 1880. Und da hatten wir ganz kalte Temperaturen in diesen Jahrzehnten da um 1880. Ja, da hatten wir schon fast so was wie eine kleine Eiszeit. Und wenn man aber weiter zurückgeht, dann hat man wieder höhere Temperaturen. Ja, und wenn man sich mit dieser Zeit vergleicht, dann haben wir heute gar keine Erderwärmung. Ne? Denn wie gesagt, der absolute Rekord, der liegt im Jahr 1756. Ja, wenn man jetzt noch längere, wenn man jetzt Daten hätte, die noch weiter zurückreichen, dann hätte man natürlich noch viel höhere Temperaturen wie heute. Ne? Und zwar alles ganz ohne CO2. Denn im Mittelalter war es ja noch viel wärmer. Ja, also wenn man sagt, wir haben die höchste jemals gemessene Temperatur, die es jemals gab, ist dann natürlich vollkommener Blödsinn. Sondern wir haben nur 1,5 Grad Temperaturanstieg in Deutschland, weil man sich mit der kältesten Zeit vergleicht, die da zur Verfügung steht. Gut, das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit, sondern das war nicht nur ein einzelnes warmes Jahr, sondern das waren ungefähr 10 heiße Jahre in Folge. Ne? Kann man auch alles nachlesen hier. Da habe ich den Link, den gebe ich auch in der Videobeschreibung nochmal an zum Anklicken. Na, da könnt ihr euch die Daten selber angucken. Gut, jetzt geht die ganze Sache allerdings noch weiter. Also, ich habe euch ja schon erzählt von Urban Heat Effekt. Das heißt, in den Städten, da bildet über den Städten bildet sich immer so eine Wärmekuppel. Ne, kann man auch bei Wikipedia nachlesen.
kennt jeder. Und da ist es dann immer so ein paar Grad wärmer. Je nach Tageszeit bis zu 10 Grad wärmer als am Land und im Durchschnitt 1 bis 2 Grad. Tokio ist groß, da ist ein bisschen mehr, da ist es 3 Grad, aber so 1 bis 2 Grad. So, diese Messungen, die wurden aber früher in Berlin-Tempelhof durchgeführt. Da war Berlin-Tempelhof noch ein kleines Dorf mit ein paar Scheunen und das ist heute eine Stadt. Und Berlin ist sogar riesengroß. Ja, also da ist alles gewachsen. Ja, da müsste man eigentlich nochmal 1 bis 2 Grad abziehen, und zwar von den heutigen Temperaturen. Und das würde dann heißen, wir leben heute nicht nur in einer kühleren Zeit als damals, sondern in einer viel kühleren Zeit. Ja, also nicht nur ein bisschen kühler, sondern viel kühler. Ja, gut, da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob der da schon abgezogen ist oder nicht. Da bin ich noch am Erforschen. Ich habe allerdings eine Seite gefunden, die nennt sich von Eike. Ja, da habe ich sonst nichts mit zu tun, aber die sagen eben, den müsste man da nochmal abziehen. Ne? Aber habe ich noch nicht selber rausbekommen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Zeit, weil ich schreibe ja gerade noch meine Lehrbuchreihe über komplexe Analysis. Das ist ja auch kein Thema, was man mal eben so macht. Ja? Und deshalb wird das auch eines der letzten Videos sein. Aber ist ein interessantes Thema, sich mal zu fragen, ob wir überhaupt sowas wie einen Klimawandel haben. Ne? Oder ob wir nicht schon wieder auf dem Weg sind in die neue Eiszeit. Ja, am Ende gibt es noch einen kleinen Bonus-Link, den schreibe ich in die Videobeschreibung. Und zwar, die Schweiz hat auch eine Gruppe von Klimaforschern und die haben sich jetzt zu Wort gemeldet und nach ihren Berechnungen schmelzen die Polkappen. Allerdings dauert das 10.000 Jahre. Ja, also das ist noch ein bisschen und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die dann wirklich weggeschmolzen sind. Weil im Augenblick wächst ja noch die Antarktis, die kühlt ja noch ab. Und deshalb würde ich sagen, wir treffen uns am besten nochmal in 10.000 Jahren und dann gucken wir mal, wer von uns Recht behalten hat. Ja, schönen Abend noch.